Wir starten heute direkt in der Rückenlage. Lege dich dafür auf deinem Rücken ab. So, deine Beine entspannt nach vorne ausgestreckt, deine Füße fallen nach außen. Deine Arme liegen neben deinem Körper ab. Schließe hier für einen Moment die Augen. Spür erstmal in deinen Körper hinein. Wie fühlt sich dein Körper hier an? Dann lege deinen Fokus auf deinen Rücken. Was nimmst du dich in deinem Rücken wahr? Wie fühlt er sich hier an? Und dann starten wir mit der ersten Übung für den Rücken. Stelle dafür deine Füße auf, bringe sie nah an dein Gesäß. Dann greife mit der linken Hand an dein linkes Knie und mit der rechten Hand an dein rechtes Knie. Hol sie zu dir heran. Mach hier erstmal kreisende Bewegungen mit deinen Knien. Lass die Bewegung ganz intuitiv fließen. Schau, welche Bewegungen sich hier für dich und für deinen Rücken gut anfühlen, wie du deinem Rücken hier eine kleine Massage geben kannst. Wechsle auch gerne mal die Richtung, falls du den Kreis in eine Richtung gemalt hast. Und spüre, was diese Veränderung mit sich bringt. Und dann werde langsam wieder ruhig in der Mitte. Löse dann deine linke Hand von deinem linken Knie und strecke dein Bein weit nach vorne aus. Hole dein rechtes Bein näher an dich heran. Hole es ganz nah an deinen Oberkörper. Umarme dein Beinchen mit deinen Armen, sodass du es noch näher an deinen Oberkörper bringst. Spüre hier ganz bewusst, wenn du das Bein so zu dir herannimmst, was es mit deinem unteren Rücken macht. Spüre, was du hier wahrnimmst in deinem Rückenbereich. Und dann strecke von hier dein rechtes Bein aus, strecke deine Fußsohle Richtung Himmel. Umgreife mit deinen Händen dein rechtes Bein, sodass du es etwas unterstützt, aber gleichzeitig ist es ganz kraftvoll und die Fußsohle drückt Richtung Himmel. Spüre auch hier ganz bewusst in deinen Rückenbereich. Wir wollen den Fokus hier in dieser Sequenz auf unserem Rücken behalten. Hier wohltuende Asanas für unseren Rücken machen. Deswegen bleibe immer ganz aufmerksam in diesem Körpergebiet. Und dann löse langsam deine Hände von deinem Bein. Hole dein Bein wieder näher an dich heran. Greife jetzt an der Beininnenseite mit deiner rechten Hand hindurch, sodass deine rechte Hand an die Fußaußenseite kommt. Gehe ich hier quasi in ein halbes Happy Baby. Das heißt, strecke deine Fußsohle vom rechten Fuß wieder Richtung Himmel. Dein Knie bleibt angewinkelt, sodass du hier in deiner Hüfte eine Öffnung spürst. In der rechten Seite, deine linke Hüfte bleibt mit der Erde verwurzelt. Du kannst gern deine linke Hand auf deine Hüfte hier ablegen. Und spüre diese Übung, spüre auch hier in deinen unteren Rücken, was du hier wahrnehmen kannst in dieser Variante des Happy Babies. Genieße noch einen tiefen Atemzug hier. Dann löse langsam wieder deine Hand von deinem Fuß und strecke dein Bein mit nach vorne aus. Spüre für einen Moment nach, wie sich deine Beine hier anfühlen, ob du vielleicht einen Unterschied wahrnehmen kannst. Dann hole von hier dein linkes Bein zu dir heran. Umarme dein Bein hier mit deinen Armen, sodass du dein Bein noch näher an deinen Oberkörper ranbringst. Geh immer nur so weit, wie es sich für dich angenehm anfühlt. Dann werde ich hier still in dieser Position, auf dieser Seite. Spüre, ob sie sich eventuell anders anfühlt. Sei Beobachter von deinem Körper. Dann löse deine Arme von deinem Bein, strecke dein Bein durch, sodass die Fußsohle Richtung Himmel schiebt
und umgreife dein Bein dann mit deinen Händen, sodass sich eine Stütze für das Bein gibst. Gleichzeitig ist das linke Bein ganz aktiv und streckt Richtung Himmel. Spüre die Dehnung hier in der Beinrückseite. Spüre auch, was die Position mit deinem Rücken macht, was du auf der Seite wahrnehmen kannst. Noch ein tiefer Atemzug hier. Und löse langsam deine Hände. Bringe dein Bein jetzt wieder für die Happy Baby Variante etwas nach außen und greife mit deinem linken Arm der Beininnenseite hindurch, sodass dann deine linke Hand deine Fußaußenseite zu greifen bekommt. Strecke deine Fußsohle hier wieder Richtung Decke. Dein Knie bleibt angewinkelt, deine Hüfte öffnet sich. Leg deine rechte Hand auf deiner rechten Hüfte ab, um sicherzustellen, dass die Hüfte hier mit dem Boden verwurzelt bleibt und du weiterhin hier diese Verbindung mit der Erde hast. Spüre auch hier ganz bewusst in deinen Rücken. Wie fühlt sich diese Position für deinen Rücken an? Noch ein tiefer Atemzug hier. Dann löse deine Hand wieder von deinem Fuß. Strecke beide Beine nach vorne aus und spüre hier für einen Moment nach. Spüre auch hier ganz bewusst in deinen Rücken. Merkst du schon eine Veränderung? Sei Beobachter deines Körpers. Dann stelle von hier deine Füße wieder auf, bring sie nah an dein Gesäß. Und dann komm mit der nächsten Einatmung mit deinen Armen über die Seite nach hinten. Strecke deine Arme mit der Einatmung weit über deinen Kopf nach hinten aus. Und mit der Ausatmung senke sie wieder nach vorne ab, lege sie neben deinem Körper ab. Mit der Einatmung strecke sie wieder weit nach hinten. Und mit der Ausatmung bringe sie neben deinen Körper. Verbinde dich jetzt hier gleichzeitig auch noch mit der Hüfte. Mit jeder Einatmung hebst du deine Hüfte vom Boden ab und schiebst sie weit nach oben Richtung Himmel. Nimm deine Arme dazu. So wie mit der Ausatmung senkst du deine Hüfte ab. Die Arme sind neben deinem Körper. Mit der Einatmung hebst du die Hüfte. Deine Arme gehen weit über deinen Kopf nach hinten. Bleibe hier in diesem Bewegungsfluss. Schau, dass du ganz kraftvoll in deiner Hüfte bist. Dass deine Beine kraftvoll sind, stelle dir vor, du hast einen Block zwischen deinen Knien, den du halten musst, sodass deine Beine hier wirklich kraftvoll zueinander ziehen und du gleichzeitig deine Hüfte Richtung Himmel streckst. Und wenn du das nächste Mal deine Hüfte oben hast, dann bleibe hier noch einmal in dieser Position, das heißt, gehe raus aus dieser Dynamik, sondern bleibe hier in dieser statischen Brücke, für drei ganz tiefe Atemzüge. Schau, ob du deine Hüfte noch ein Stückchen weiter nach oben schieben kannst. Behalte die Spannung in deinem Körper. Behalte hier ganz bewusst diesen Fokus in deiner Hüftregion, in deinem unteren Rücken. Und dann mit der nächsten Ausatmung lass deine Hüfte wieder nach unten sinken. Umarme deine Knie. Bringe deine Nasenspitze zu deinen Knien. Und rolle hier ganz sanft über deinen Rücken. Folge intuitiv den Bewegungen deines Körpers. Ganz intuitiv dieser Massage für deinen Rücken. Dann lege langsam wieder deinen Oberkörper ab. Und bringe von hier deine Knie zur linken Seite. Lege deine Beine hier auf der linken Seite ab. Dann strecke deine Arme auf der Höhe von deinen Schultern nach außen. Drehe deinen Kopf, sodass dein Blick in die rechte Hand geht. Und dann hast du hierdurch eine leichte Drehung in der Wirbelsäule. Spüre diese sanfte Drehung. Ja, ob das für dich so angenehm ist.
Sonst kannst du auch mit dem Blick in der Mitte bleiben. Wenn du etwas weitergehen möchtest, kannst du auch die Beine übereinander schlagen. Um so etwas mehr Drehung, mehr Dehnung zu erlangen. Und genieße noch einen tiefen Atemzug auf dieser Seite. Bringe dann deinen Blick wieder zurück in die Mitte. Nimm wieder ganz sanft und langsam deine Knie zurück in die Mitte. Umarme von hier noch einmal deine Knie, bring die Nasenspitze zu den Knien, mache dich hier ganz rund. Rolle dich über deinen Rücken, massiere deinen Rücken. Und lege deinen Rücken wieder ab. Bringe diesmal deine Knie zur rechten Seite, lasse sich hier Richtung Boden sinken. Öffne deine Arme auf Schulterhöhe und lasse deinen Blick in die linke Hand gehen. Spüre jetzt hier die Drehung in die andere Richtung. Nimm wahr, wie sie sich auf dieser Seite für dich anfühlt. Schau, ob du ein kleines bisschen weitergehen möchtest, indem du deine Beine übereinander schlägst. Höre individuell auf deinen Körper, was sich hier gut anfühlt. Genieße noch einen tiefen Atemzug hier. Und bringe deinen Blick zurück in die Mitte. Bringe deine Knie zurück in die Mitte. Stelle deine Beine hier auf, stelle deine Füße auf. Und dann greife mit deinen Händen an die Beinrückseite, an deiner Kniekehle. Oder wenn du möchtest, auch an deinen Knien. Um von hier in eine rollende Bewegung zu kommen, komme nach oben zum Sitzen. Mit der Einatmung und mit der Ausatmung lasse dich nach hinten rollen, sodass dein Hinterkopf wieder den Boden berührt. Komme ich hier in diese Schaukelbewegung, komme nach vorne hoch zum Sitzen und dann wieder rolle dich ab auf deinen Rücken mit dem Kopf Richtung Boden. Bleibe ich hier in dieser Bewegung einige Male für dich. Spüre diese Massage für deinen Rücken, wenn du hier deinen Rücken ganz sanft massierst. Und wenn du das nächste Mal sitzt, dann bleibe ich hier in dieser sitzenden Position. Löse deine Hände, komme zurück in den Schneidersitz. Und dann nehme ich hier noch einmal deine Schultern ganz weit zu den Ohren nach oben, kreise sie über hinten und lasse sie wieder tief sinken. Mache diese Bewegung einige Male, nehme deine Schultern Richtung Ohren, kreise sie über hinten wieder nach unten. Bleibe in diesem Bewegungsfluss. Wechsle dann die Richtung, dass du jetzt den Kreis in die andere Richtung malst. Die Schultern gehen über hinten Richtung Ohren und kreisen von vorne wieder ab. Werde von hier wieder langsam ruhig in der Bewegung am Anfang. Werde von hier wieder langsam ruhig. Werde ruhig in der Mitte. Dann lasse deinen Kopf leicht zur rechten Seite fallen, dein rechtes Ohr geht Richtung rechte Schulter. Wenn du möchtest, kannst du deine rechte Hand auf die linke Schläfe ablegen, um hier etwas nochmal die Dehnung zu intensivieren. Deine linke Hand ist neben deinem Körper aufgestellt. Gehe nur so weit, wie es sich hier für dich gut anfühlt. Gehe achtsam mit dir in deinem Körper um. Dann komm von hier langsam wieder zurück in die Mitte, um dann die andere Seite aufzubauen. Linkes Ohr geht Richtung linke Schulter. Deine rechte Hand ist aufgestellt. Wenn du möchtest, kannst du auch hier deine linke Hand dazu nehmen, auf die rechte Schläfenseite, um wirklich ganz, ganz sanft die Dehnung zu intensivieren. Komme von hier langsam wieder aus der Position, löse deine Hände, bring deinen Kopf zurück in die Mitte. Und
Und mache noch einige kreisende Bewegungen mit deinem Kopf. Male einige Kreise mit deinem Kopf. Wechsle die Richtung. Werde wieder still in der Mitte. Dann mach hier noch einmal ganz frei die Bewegung, die sich jetzt für dich gut anfühlt. Schüttel deinen Rücken nochmal durch, schüttel deine Arme durch, schüttel deinen Kopf durch. Sei ganz frei in deinen Bewegungen. Mobilisiere deinen ganzen Rücken, schüttel dich und mach alles, was sich jetzt gut für dich anfühlt. Noch einmal wackel komplett durch, schüttel dich durch. Und dann werde wieder ruhig in der Mitte. Und dann schließe für einen kurzen Moment deine Augen. Spüre in den Rücken hinein. Spüre, wie du dich hier fühlst. Bevor du dann wieder deine Augen öffnest und mit deinem Tag weitermachst. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald.